Hi, ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Auf meinem Instagram-Account läuft gerade die Daily Log Challenge. Das heißt, wir probieren eine Woche lang zusammen das Daily Logging aus. Es gibt immer Tipps und Hinweise von mir und so testen wir uns alle so ein bisschen durch. Wenn dich das näher interessiert, dann schau doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort gibt es auch ein Story-Highlight, wo alle Elemente nochmal verlinkt sind, was alles schon so stattgefunden hat und du dich etwas inspirieren lassen kannst. In diesem Video gehen wir auf die 5 größten Irrtümer beim Daily Logging im Bullet Journal ein. Ich zeige dir mal, was es so für Irrtümer gibt, die ja einfach nicht korrekt sind. Ich will natürlich unbedingt wissen, welche dieser Aussagen du von dir selbst kennst. Lass mich das in den Kommentaren wissen und jetzt legen wir los. Irrtum Nummer 1. Das Daily Log ist doch eigentlich nur eine To-Do-Liste und nicht viel mehr. Viele nutzen ihr Daily Log tatsächlich so, dass sie in erster Linie To-Dos notieren und so über den Tag immer mehr aufnehmen und dann natürlich auch abkreuzen. Aber das Daily Log ist deutlich mehr als eine To-Do-Liste. Eigentlich ist es das Sammelbecken für alles über deinen Tag. Das heißt, du trägst dort Gedanken ein, Notizen, Termine und auch To-Dos, aber eben alles in dieses Daily Log und nicht nur alleine die Aufgaben, denn das wäre wirklich zu kurz gedacht. Am Abend im Rahmen deiner täglichen Reflexion schaust du dir dann genauer an, was du dir alles notiert hast und ziehst daraus dann ein Fazit und entwickelst dich so Tag für Tag ein Stück weiter. Das Daily Log ist also eher ein Protokoll des Tages, in dem du wirklich loggst, was so über den Tag stattfindet und damit dich quasi beobachtest. Irrtum Nummer 2. Das Daily Log benötigt einfach viel zu viel Zeit. Wenn wir es mal ganz genau nehmen, können wir, wenn wir die Daily Logs verwenden, das Weekly Log eigentlich weglassen und direkt von der Monatsübersicht in die Daily Logs übergehen. Dann würde man sich ja das Weekly Log sparen, was schon mal einiges an Zeitvorteil bringt. Und wenn man es dann noch genauer nimmt, ist so ein Daily Log eigentlich ziemlich schnell angelegt, denn man schreibt eigentlich nur das Datum hin, den Wochentag und los geht's. Also ich finde nicht, dass das viel Zeit verbraucht. Klar trägt man dann über den Tag immer mal wieder was ein, aber am Abend hat man doch dann mit der täglichen Reflexion vielleicht noch so 5 bis 10 Minuten verbracht. Und ich finde, das lohnt sich doch, wenn man bedenkt, dass man dadurch sich selbst entwickeln kann. Irrtum Nummer 3. Mein Weekly Log bietet mir genügend Platz und ich kann mich da komplett austoben. Sind wir mal ehrlich. Wenn du deinen Weekly Log anlegst, dann definierst du vorher schon ganz genau, wie viel Platz du die Woche für jeden einzelnen Tag hast. Und kannst du wirklich beurteilen, wie viel Schreibbedarf du pro Tag hast? Kannst du vorhersehen, wie dein Tag wird und was du vielleicht alles aufschreiben willst? Ich denke nicht. Denn das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Man kann nämlich in der Regel gar nicht wissen, wie es läuft. Wäre es nicht gut, sich nicht von Anfang an zu limitieren und eben durch die Daily Logs so viel wie möglich Platz zu bieten und dann einfach zu schauen, wie viel du dafür wirklich brauchst? Ich würde es mal ausprobieren. Irrtum Nummer 4. Das Daily Log benötigt so viel Platz. Und ja, das tut es. Denn wenn du das Daily Log so benutzt, wie es eigentlich gedacht ist, dann braucht es tatsächlich viel Platz. Aber das ist eben auch die Idee dahinter. Nutze das Daily Log wirklich als Sammelbecken. Versuche wirklich damit aktiv zu arbeiten. Und eigentlich ist es ein super gutes Zeichen, wenn dein Daily Log prall gefüllt ist. Denn dann merkt man einfach, dass du dich damit auseinandersetzt und du tatsächlich dich selbst beobachtest und weiterentwickeln kannst. Mach das Daily Log wirklich zum zentralen Element deines Bullet Journals und sorge dich nicht darum, wie lang dein Bullet Journal dann halten wird. Zur Not holst du dir dann halt einfach ein neues. Und denk daran, unbedingt deinen Key zu nutzen und auch das Rapid Logging. Beides ist wirklich unerlässlich, um wirklich prägnant und schnell mit dem Daily Log arbeiten zu können. Key, Rapid Logging, Daily Log, Weekly Log, Monthly Log. Wenn dir diese Begriffe alle zu schnell gehen und du noch gar nicht so richtig den Überblick hast und eigentlich mit dem Bullet Journaling wirklich mal starten willst, dann schau dir mal meinen Online-Kurs an. Den verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Da erfährst du mehr darüber. Kommen wir zum letzten, zum 5. Irrtum. Ich habe noch nicht das perfekte Layout für meinen Daily Log gefunden und deshalb nutze ich es nicht.
Da kann ich nur sagen, löse dich davon, dass das Daily Log ein Layout braucht. Ein Daily Log benötigt keine große Struktur, sondern eigentlich nur ein Datum und eine Überschrift und dann kann es losgehen. Leg das wirklich so an, dass es möglichst praktisch und simpel ist. Keine großen Überschriften, keine großen Farben und so weiter. Denn denk daran, wenn es ideal für dich läuft, dann legst du wirklich jeden Tag einen Daily Log an und das sollte schnell von der Hand gehen, damit du sofort durchstarten kannst. Wenn du nur noch mehr über das Thema Daily Log erfahren willst, dann schau dir dieses Video noch an. Und wenn du generell noch ein bisschen mehr schauen willst, dann kannst du auch dieses Video hier drüben schauen. Und wenn du meinen Kanal unterstützen willst, dann like dieses Video, gib ihm einen Kommentar oder du kannst ihn auch hier kostenlos abonnieren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Donnerstag um 17 Uhr mit einem neuen Video wieder.